Hallo und willkommen zurück zum Euro Truck Simulator zur nächsten Runde. Wir haben frisch unseren eigenen Auflieger, wir haben die zwei Jungs, die für uns fahren. Das haben die fleißigen Zuschauer der letzten Folgen alles mit dem Hinterkopf. Jetzt geht es so ein bisschen darum, das Konto mal wieder ins Positive zu bringen und insgesamt wieder Kohle mit ranzuschaffen. Ne? Der Rubel muss rollen. Und ich bin jetzt gerade am Schauen, sitze aktuell in Rotterdam und könnte dann mit meinem eigenen Auflieger 18 Tonnen Munition nach England bringen. England war ich noch nicht, London war ich noch nicht, ich bin hier auch noch nicht mit der Fähre gefahren und man könnte Brüssel, Lille und Calais und Dover direkt mit abfahren und hätte dann noch ein paar weitere Städte erkundet. Das hört schon am Plan an. Das machen wir. Das ist cool. So, als Navi-Ziel einstellen. Ich gerade mal schauen. Ich habe es überhaupt nicht im Hinterkopf, wie es jetzt mit unserer Ruhezeit aussieht. Wo sind wir denn hier? Nächste Pause? Ja, okay. Okay. Jetzt fahren wir erstmal. Doch hier, wo ich hin will, oder? Da drüben ist doch der Kram. Der Frachtmarkt. Hier haben wir genau das. Hätte ich gerne nach London. Die Fracht ist zum Verladen bereit. Ja, dann schmeißen wir mal einen Riemen auf die Orgel. Stehe ich jetzt gerade völlig auf dem Schlauch? Wo haben wir sie denn zum Verladen bereit? Wenn wir mal so einen groben Richtungsschuss geben, das wäre... Ach, da hinten, jetzt sehe ich das Fähnchen. Oh. Ja, na guck, da blinkt es ja. Ah, bitte. Bitte laden, danke. So, aber was ich hier nochmal machen muss, ist, bei aller Liebe, so geil wie der Sound ist, aber Lautstärke des LKW-Motors, das machen wir mal ein bisschen runter. Ja, fahren. Was ist das jetzt? Genauso laut wie vorher, ne? Da sind wieder so Sachen, da werde ich... Lautstärke des LKWs. Nehmen wir mal das hier. Da. Lautstärke des Verkehrs, von Weltgeräuschen, Umgebung, Inneren, Lautstärke im Inneren. Radio-Lautstärke. Lautstärke. Nö, passt, ne? Alter, das ist ja genauso laut wie vorher. War wahrscheinlich fertig. Ein Turbo-Sound, das hätte ich nie gedacht, dass mein Leben an Turbo-Sound. Und der dreht, das brauche ich nicht. Lautstärke im Inneren. So. Navi. Rüttelstreifen, da, Blue, yes, komm. Heidenei. Ich will jetzt fahren. Das heißt, wir drehen das hier einfach ein bisschen runter, wir drehen es hier ein bisschen leiser und ich werde es dann irgendwie in den Aufnahmen dann mal anpassen. So, weiter geht's. Tankmäßig sind wir auch noch ganz gut unterwegs. Unfälle hatte ich in letzter Zeit genug, deswegen gucke ich mal zur Abwechslung, ob daneben was kommt. Und los geht's mit der Munition. Sehr schön. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Routenplanung. Oh.
Rotterdam, Brüssel. Du pass mal ob. Pass mal ob. Da unten kommen wir rum. Da unten kann man auf dem Weg dann immer noch ein bisschen was machen. Hier, Lille. Da würde ich gerne hin. Da war ich nämlich noch nicht, wenn ich da eh schon dran vorbeireite. Dann fahren wir aber über Calais-Dover. Freunde der Nacht fahren da lang und fahren hier lang. Da, was ist denn das hier? Ist das die Leute beschäftigt oder was vom Fahren? Sehen wir dann alles live und in Farbe. Und ich möchte das hier erkunden. Dolle Sache. Dann fahren wir hier weiter. Bevor ich da ankomme, würde ich gerne das Ding hier und das Ding hier erkunden. Und dann können wir den Krempel abgeben. Ja, das sieht jetzt erstmal nach dem Plan aus. Das sieht nach dem Plan aus. Sehr schön. Und wir fahren... Verdammt, ich habe Brüssel vergessen. Ah. Gut, das werde ich aber alleine hinkriegen, ne? Brüssel scharf links, bisschen im Kreis fahren, weiter geht's. Ah, hier ist hier was los. Spitze da drüben sehe ich nichts, aber das sieht nach frei aus. Okay, war nicht ganz frei, ich habe es gerade gesehen, aber ich kann mich mit Details nicht aufhalten. Tempomat reinhämmern, dann passt die Geschichte schon mal. 2,5 Stunden, bis ich pennen möchte. Das ist gut. Oh, ist gut. Kann ich da unten auch gerade tanken? Dann machen wir das gerade so mit. Das ist in Ordnung. Jetzt können wir 80 fahren. Wenn ich 80 fahren kann, kann ich schon auf 85 fahren. So in der Menschenverstand, ne? Ja. So typisch deutscher Autofahrer. Rüber. Fein. Ja. Der Rüttelstreifen wieder. Da hinten ist auch schöner Sonnenuntergang. Wir haben... Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Ach, es ist Sonnenuntergang. 20.25 Uhr, okay. Ich dachte eben schon... Dann könnte man aber mal... Das Licht, das ist mir alles irgendwie... Den Arkduster, oder? Licht einstellen. Genau. Fernlicht, Rundumleuchte, Frontmontierung, Standlicht. Hintergrundbeleuchtung, Armaturenbrett. Ja, bisschen heller, danke. So. Ja. Damit kann ich jetzt besser arbeiten. So, einer der Zuschauer hat mir Infos gegeben, was es denn da so an interessanten und plausiblen Mods gibt, um ein bisschen mehr Verkehr mit reinzubringen und ein bisschen noch weiter den Grad des Realismus zu steigern, also mit echten Tankstellen und andere Geschichten. Und, auch wenn die Grafik an sich schon mal ganz hübsch ist, kann man das Ganze dann noch weiter aufhübschen. Und da bin ich jetzt mal am Überlegen, ich habe jetzt hier so meinen eigenen Plan an sich. Also gehen wir mal kurz hier raus und mal überprüfen, ob ich hier schon den Anker werfen möchte oder nicht. Hier hätte ich ein Hotel. Kriegen wir aber hin, ne? Tanken kannst du dann sonst wo. Ne, wir fahren durch bis nach Brüssel. Ja, dann fahren wir in Brüssel.
Und es gibt dann eben noch die Möglichkeit, die ohnehin schon ganz hübsche Grafik dann noch weiter aufzubohren, sodass es dann noch realistischer aussieht. Und mit diesen ganzen Mod-Geschichten, ganz ehrlich, da habe ich nicht so wirklich die Erfahrung mit, aber man muss sich da ja mal mit anfreunden, so die ganzen Möglichkeiten vom Spiel mal komplett ausreizen. Wenn es denn eben schon diese ganzen Tools und Möglichkeiten gibt, wie eben Mods, dann nehmen wir das doch mal dankend an. Vor allem, wenn Leute sich unentgeltlich da so reinstürzen und versuchen, das Spielerlebnis noch ein bisschen zu steigern, dann sollte man dem auch Tribut zollen. Ich werde da so ein paar Sachen ausprobieren, sukzessive, und werde da auch mal ein bisschen Feedback geben. Da das ein bisschen Friemelarbeit ist und ich da noch nicht so die Erfahrung habe, probiere ich erstmal ein paar Sachen aus und dann baue ich das auch in ein Video mit ein. Also das ist jetzt nochmal so eine separate Geschichte, weil wenn man da nicht so die Erfahrung mit hat, gibt es ja immer noch die Option eines Fehlschlages. Da brauchen wir ja nicht drüber reden, dass irgendwas eben nicht so funktioniert. Und es reicht schon, wenn ich in den Videos mal einen LKW auf die Seite lege, aber hier irgendwie mir das Game zu zerschießen oder dass irgendwas einfach nicht funktioniert und mir bei der Fehlersuche über die Schulter zu schauen, das macht jetzt nicht so wirklich Fates. Jetzt haben wir aber hier erstmal den Spaß am Start Richtung... Ja, da ist er müde, ne? Da ist er müde. Ja, sind wir kurz vor Brüssel. Ja. Gut. Ah, da hat wieder eine Einkommen produziert. Sehr schön. Sehr gut. Und da hier... Natürlich ist das alles ein bisschen beschleunigt, aber da die anderen Fahrer ja wirklich dann auch nur fahren, wenn ich selber fahre, also wenn ich irgendwas im LKW mache, dann läuft da die Spielzeit, der Rest ist ja Planungszeit, hat man das Gefühl, dass das Einkommen nicht so schnell wächst, wie es eigentlich hätte wachsen sollen oder können, oder der Umsatz nicht so schnell passiert, aber das ist schon alles ganz cool. Wenn ich es mir mal so durch den Kopf gehen lasse, auch wenn man hier mal so ein bisschen die Zinssätze sich mal anschaut, ne? Ja, das sind 18, also je höher, desto weniger. Also bei den 10.000 Euro habe ich 23% Zinsen per anno pro Jahr am Bein. Und 100.000 sind 18% und die 400.000 12%. Wenn ich das aber mal per anno runterrechne auf die Tage, wo ich effektiv das Darlehen am Bein habe, war ganz banal gesagt, ich bezahle ungefähr 1,5% mehr an die Bank zurück, als es das Darlehensvolumen war. Was dann im Umkehrschluss heißt, dass das nahezu eine 0% Finanzierung ist. Und ja, da wird es dann wirklich ganz, ganz banal, ganz einfach. Und wenn man dann noch sich auf den Kopf auf der Zunge zergehen lässt, wenn ich hier meine Fahrer mir anschaue, dass die mir pro Tag, die arbeiten ja noch nicht lange für mich, ne? Selbst der nicht so wirklich Kohle produziert, der ist 1, 2, 3, das ist der vierte Tag, wo er hier unterwegs ist. Das sind jetzt noch so grobe Schnittwerte, ne? Aber wenn wir jetzt mal sagen, dass der Schnitt bei 1000 Euro liegt. Der produziert hier mehr, weil der auch, glaube ich, den Fahren gut mitmacht, ne? Das hat er hier noch nicht genau. Wenn ich mir so Sachen da mal durch den Kopf gehen lasse, also ein Tausender pro Tag, der braucht ungefähr, wenn ich jetzt mal die Niederlassung nicht mit reinrechne, der braucht so 100, 150.000 Anfangsinvestitionen und schafft mir dann pro Tag ein Tausender zurück. Ich habe pro Tag eine Kapitalrendite von 1%. Etwas um 1%, ob das jetzt 0,8 oder 1,2 sind, mal, ne? Das vernachlässigen wir mal. Das heißt, ich habe da 30% pro Monat. Und das ist alles schon ganz knackig, ganz kernig und kaufmännisch im Großen und Ganzen wirklich sinnvoll.
Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal hier in Brüssel runter. Und erkunden da mal ein bisschen. War ja eine Abfahrt. Upsi. Oh, liebe Leute. War gedanklich beim Wechsel der Autobahn. Die Rundumkennleuchte, die nervt aber ganz schön. Der zieht ganz schön was weg, ne? Mit seinem Bagger da vorne. Ja, erster Aufenthalt in Brüssel. Das war aber knapp. Naja. Hätte knapper sein können. Hier hinten mal die große Kurve. Da hinten habe ich ein Fragezeichen, da vorne habe ich ein Fragezeichen, okay. Ab geht's. Das eine ist die Agentur für Arbeit, die Jobbörse, und das andere ist dann natürlich irgendein LKW-Händler. Oh. Ja, wenn man wieder auf alle. Ja, komm, zieh mir die Kohle ab. Wenn da auf jede Menge andere Sachen dann. Sich gerade konzentriert und überlegt. Ah ja, sie sind die Vego-Händler. Na, tolle Sache. Eieieiei. Vielleicht sollte ich versuchen, immer nur eine Sache gleichzeitig zu machen. So Multitasking und so ein anderer Kram. Verdammt. Kaffee trinken nur an der Ampel. Oh, ja. Hier können wir pennen. Oder kann man hier nur pennen, wenn man dann auch da wohnt? Fragen über Fragen, ne? Das ist auch schon wieder so eine Nummer. Da ist der ungeübte LKW-Fahrer voll am Arsch. Oh, oh. Ja. Das sah jetzt kernig aus. Aber hier ist kein offizieller Parkplatz, ne? Das Ding müsste ich vorher gekauft haben, damit ich hier irgendwas mit veranstalten kann. Okay, verstanden. Dann wechseln wir wieder die Ansicht. Ja, ich weiß, ich werde müde.
Gegend da hinten wird noch erkundet und dann hauen wir uns hin. Haben wir eh noch ausreichend Zeit, bis die Ware da sein muss. So, hier ist ein Jobcenter. Und dann pennen wir doch mal hier bei denen auf dem Kundenparkplatz, ne? Wenn das denn geht. Geht das? Einfach hier mal einen Anker geworfen? Wahnsinn. Stehst da wie ein Depp, kannst da aber pennen. Okay, weiter im Text. Motor an. Karte her. Passende Ansicht. Ah, falsch eingelinkt. Oh. So, jetzt gehen wir das Ganze mal professionellst an und reiten weiter. Zwischendrin wird vielleicht nochmal getankt. Wobei, das können wir dann auch gleich nochmal nachschauen. Was ist denn das? 80 Kilometer? Theoretisch reicht der Sprit. Also wenn mir irgendwas gerade so über den Weg rennt, dann machen wir das. Aber sonst passt das wunderbar. Hier scharf rechts. Jawohl. Ich habe heute auch die rote Welle erwischt, ne? Ja. E-Mail. Ja, das habe ich auch gesehen, dass mein überzogenes Konto ausgeglichen wurde. Freut mich, dass wir uns da einig sind. Aber so ist das halt in frisch gegründeten Unternehmen. Der Businessplan steht, das funktioniert alles. Trotzdem kann dann mal das ein oder andere eine gewisse Flexibilität benötigen, um es mal so um zu formulieren. So, ab Richtung Lille. Lieber Scholdi, ganz schön zu kämpfen, der Eimer. Das Ding jetzt eigentlich fahren. Ach, wir fahren über Landstraße. Gut zu wissen. Da gibt's nämlich keine Tanken großartig.
Schon doch mal, dass mir hier gleich so ein 30 Tonner Seitentür drin steht. Ja, ich bin eigentlich mal gespannt, wenn ich da anfange mit ein paar weiteren oder mit ein paar Mods. Das sieht so schon hübsch aus, wie weit man das noch aufbauen kann und ob das dann mein Rechner auch mitmacht. In der Theorie sollte er, aber na, Theorie, Praxis, immer so eine Geschichte. Tempomat. Geier kreisen, der Heißluftballon fliegt. Ach, ist das schön. Was ist das noch mit der Ankunftszeit? Ja, dicker. Sensationell. Ja, Kollege dahin, wenn du mich überholen willst, dann mach das ruhig. Ich würde es hier auf der Strecke halt nicht machen, aber... Dein Begräbnis. Bin mal gespannt, was dann noch abgeht mit ein Mod, der mir empfohlen wurde, erhöht dann auch die Verkehrsdichte. Nicht, dass ich dann mir überall vorkomme wie in New York City oder, ne? Hier, Frankfurt-Hanauer Landstraße. Schon die Stadt an, ne? Nee, noch nicht. Ich komme doch besser mit diesem User Interface klar. Da stehen noch ein paar Zusatzinfos. Ach ja, Grenzeberger muss ja auch noch sein. Würde ich vergessen. Ach, feini. Morgen. Ja. Ganz genau, jetzt fahren wir erstmal nach Lille ab. Ja, genau. Ganz genau. Da war es noch ganz ein oder zwei Punkte hier in Lille, die ich mir angucken wollte. Man weiß es nicht. Werden wir gleich rausfinden. Aus der Füße. Eher so zeitig. Ah, der Zaun da hinten. Ja, das war nur der eine Punkt. Da fahren wir jetzt gleich dran vorbei. War hier. Klappt das? Klappt nicht. Affenkacke. Mal einen Kreis drehen. Was machen die denn aus für Zäune hier? Schaden.
Mit Brecheisen der Blinker wird er gerade gebogen, dann hat sich das. Details. Sollte Erkundungstouren vielleicht doch lieber ohne Hänger machen. Die sind dann aber immer gierig. Servus, Scania. Nehmen. Ui, da hast du aber Schwein gehabt, Kleiner, ne? Wo ist das Auto, hat Vorfahrt? Gibt es eigentlich irgendwie eine 10er-Karte, die man lösen kann, für rote Ampeln überfahren, dass da irgendwie so das 11. durch ist, das 11. frei ist? Oder ich richte einen Dauerauftrag ein. Grün. Da geht doch. Und ab Richtung Calais. Traumhaft. Zeitmäßig passt das alles. Kilometermäßig passt das auch. Reichweite super. Ist noch was Gescheites auf dem Weg? Da wäre eine Tanke. Eine Tanke. Nicht. Da ist auch eine Tanke. Das sind auch so die Fragen: Wie sind denn eigentlich die internationalen Spritpreise? Über Fragen. Ich weiß nur, dass es in Luxemburg billig ist. Ob das jetzt für LKW-Diesel auch zutrifft, ist eine andere Frage. Rauschen wir hier erstmal weiter. Freunde, was ist hier los? Seid euch nicht so ganz einig, wer hier... Gut. Ich bin auf jeden Fall durch. Halbe Strecke haben wir ja auch schon. Glauben, wir sind schon wieder im Plus. Schlusssilz. Ja genau, da vorne scharf rechts, Calais. Sehr schön. Ja,
Er hat schon Traumhof dann gehört. Jetzt von so einem Roller überholt. Okay. Jetzt wird ja so eine gemeine Kurve, wo ich mal einen LKW umgeschmissen habe. Da mal mit ein bisschen Vernunft ran an dir, Sarah. Das ist jetzt noch City of Calais, ne? Weltkarte. Genau. Da machen wir erstmal hier kurze Erkundungstour und dann geht's an den Hafen. Okay. Okay. Verstehe. Gut, dann benehmen wir uns mal zur Abwechslung. Dass wir unseren Krempel hier noch mehr demolieren. Geht's auch stumpf rum. Jawohl, das erste Mal. Allee. Ganz schön. Ist das eine Kaserne, so wie, der, wie hier Stacheldraht verlegt ist? Wir schwan. Wollt ihr, dass keiner reinkommt oder dass keiner rauskommt? Ah, MAN, scharf links. Servus. Den haben wir schon mal entdeckt, das ist schön. Jetzt hier nochmal die Arbeitsagentur. Eine Ente. Ja, guck an, gibt's die denn auch noch? Oh. Entschuldigung, mit der Maus abgerutscht. Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Jawohl, wir freuen uns. Von rechts und dann geht es jetzt wirklich mal dahin, wo wir hin müssen, nämlich auf den Dampfer. Puh, ist das aufregend. Was das für ein Parcours ist, den ich da jetzt da gleich durchfahren darf. Das sieht ja schon fast aus wie die
Schlange am Flughafen vor der Personensicherheitskontrolle. Mal gucken. Mal gucken, was da für ein Hindernisparcours aufgebaut ist. Machen wir erstmal den Riesenkreisel. Jetzt raus. Oh. Hier waren die Stacheldrahtverleger aber auch voll dabei, ne? Himmel. Oh. Wahnsinnige. Gottes Willen, was ein Aufriss. Ding, da ding, da ding. Oh. Wo bin ich jetzt dran hängen geblieben? Hinten an dem blöden. Ich glaube, der Hänger ist zu lang für mich. So. Das ist ein Riesenareal. Ich glaube, ich muss da mal nicht hin. Der Wahnsinn. Das muss ich mir jetzt erstmal hier live aus der Nähe mal anschauen. Das ist ja völliger Wahnsinn. Fahr mal ein Stück vor, Alter. Da hinten steht der Kutter. Das ist alles Containerzeug. Größer wie die ganze City. Was sind das für eine Kameraeinstellung? Gut. Also, weiter geht's. Riesending, da sind wir uns schon mal einig. Jetzt geht's auf den Pott drauf. Okay, verstehe. Verstehe, hier ging es hin. Sehr schön. Ey, was ist das aufregend? Dann ab nach Dover. Aufbrechen. Möp, möp. Schon sind wir da. Traumhaft. Und runter vom Kahn. Und was das jetzt für eine Eierei gibt, bis wir dann unten sind vom vom Hafengelände. Und nicht vergessen, Linksverkehr. Das ist ja dann noch die nächste Geschichte.
Ding, ding, ding. Jawohl. Linke Spur. Die Aufliegerschaden 5%. Okay, es sind noch 120 Kilometer, 2 Stunden Ingame-Spielzeit. Gut, das Gehalt von den Jungs wurde ja wieder abgebucht. Ganze Nebenkosten, aber da geht's gleich wieder aufwärts. Oh. So. Auf vernünftige Werte das Ganze schalten. Oh, man will sie hier ja rechts abbiegen. So. Naja, noch was zum Erkunden. Ich schaff's aber auch immer wieder so anzuhalten, dass ich nichts an der Ampel sehe, ne? So. Oh ja, Kreisel in England. Oder bei Linksverkehr, da bin ich im anderen Land mal falsch rum reingefahren. Aber auch das kommt den besten Familien vor. Langholz bringt Glück. Okay, das Jobnet. Tolle Sache. Sprit haben wir noch. Das passt. Wie schaut es denn hier insgesamt mit dem Schaden aus? Da könnten wir auch mal über Reparieren nachdenken, ne? Aber erst muss noch ein bisschen Kohle beikommen. Jetzt zieht er aber. So. Haben wir jetzt mal auf eine Autobahn oder bleibt es jetzt hier bei der Landstraße? Ach so, das ist die. Ach, die M2, jawohl. Traumhafte Straße. Oh. Schafft dich da einen Berg hoch. Ich dachte schon, dass ich da mal ein bisschen was mit mehr Leistung habe, aber irgendwie doch nicht ganz so, ne? Es kommen noch einige LKWs, die freigeschaltet werden. Das ist ja dann die nächste Aufgabe. Weitere Levels machen. Gucken, was wir noch alles freischalten können. Und sich dann einen coolen LKW hindesignen. Da muss ich mir auch mal so langsam Gedanken machen, was es denn so für ein geiles Ding werden soll. Ah, schauen wir mal. Schauen wir mal. Braucht ihr da mal so mittel- bis langfristige Ziele. Ja, setzen wir mal hier drüben zum Überholen an. Jawohl. M2 wird die A2. Sehr cool.
Okay. Das passt alles. Liegen jetzt auch auf den letzten Metern. England ist auch schön um die Jahreszeit, ne? Wollte ich sagen. Ach, guck, die Holländer sind auch da. Ein Scherz am Rande. Das passt noch alles. Absolut. Rauschen wir weiter vor uns hin. Kontrollen, wenn mich jetzt mit 5 km/h drüber wirklich blitzt, ne? Freunde. Glauben wir ja jetzt mal nicht. Schön. Da ein Autopilot nochmal bei dieser ganzen Kameraautomatik dann mit eingreifen würde, dann könnte man da noch ein paar schöne Bilder in der Vorbeifahrt machen. Genau, weiter geradeaus. Weiter geradeaus Richtung London. Befinden wir uns auch schon mit dem Landeanflug. Schon rechts abbiegen. Nee. Hier ist zumindest noch ein bisschen mehr Verkehr in London. Doch, das ist abbiegen. Psst. Keiner neben mir, keiner hinter mir. Sehr schön. Ein Coach. Das ohne Ampel. Oh, Leute.
dann sind wir schon gleich da. Ja, aber ich muss noch zwei Sachen erkunden, ne? Ja, genau. Genau, so. Die liebevollen Backsteingebäude von London. Mal geblinkt zur Abwechslung. Genau, hier rum und links raus. Ding nicht wieder umschmeißen. Ja, gut. Die Arbeitsagentur haben wir schon mal. Was war das nächste da hinten? Aha, Volvo. Sehr schön. Wollen wir mal durch bis zu unserer Ablade. Matik war scheiße, ne? Rollen wir mal durch bis zu unserem Abladepunkt. So. Ah ja, die Skyline von London City. London Downtown. Ah ja, ein Kreisel, was auch sonst. Servus. So, was gibt's denn alles? Erfahrungsbonus, hast du nicht gesehen? Fähigkeitsrang, jawoll. Gibt's hier direkt was? Jetzt gerade nicht ganz so an. E-Mail? Ja, ja, jetzt haben wir wieder das Konto ausgeglichen, ne? So, was haben wir denn als nächstes? Was sagt denn der Frachtmarkt zu der ganzen Geschichte? Leute, das ist aber ein bisschen mürbe jetzt, ne? Macht mich nicht ganz so an.
Dann die normalen Aufträge dazu. Ja, hallo. Nee. Ja, super. Mannheim, Düsseldorf. Und Grimsby. Und da kriege ich dann vielleicht wieder was rüber. Probieren wir es nochmal nach Grimsby. Das wird dann so die nächste Geschichte sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind das erste Mal über den Ärmelkanal geeiert und jetzt schauen wir mal, wie sie es hier drüben auf der Insel noch so darstellt. Es ist auf jeden Fall interessant und wir kommen so langsam wieder in den positiven Bereich. Also bald gibt es wieder reparierte LKWs und es geht aufwärts und wir denken dann schon mal darüber nach, wie wir die nächsten Erweiterungen durchführen. Und der LKW muss gepimpt werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind mal in England. Wir fahren auf der falschen Seite. Aber wie die Engländer so schön sagen, the left side is the right side. Vielen Dank. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.